Die Stadt Heidelberg bietet Hauptschülern, Realschülern und Abiturienten eine breite Palette an Ausbildungen in der Verwaltung, im gewerblich-technischen Bereich oder in Form eines dualen Studiums an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der 2. September 2013 war für 55 junge Menschen ein besonders wichtiger Tag. An diesem Datum nämlich starteten sie ihre Ausbildung in über 20 Ausbildungsberufen bei der Stadt Heidelberg. Sie wurden aus diesem Anlass von Bürgermeister Dr. Joachim Gerner und anderen Vertretern vom Personal- und Organisationsamt offiziell begrüßt. Was erwartet denn die Lehrlinge in den ersten Wochen erstmal? Ja, man muss reinkommen in das Ganze, man muss das Umfeld kennenlernen, man muss sich zurechtfinden. Es wird in der ersten Woche allgemeine, grundsätzliche Informationen geben. In der zweiten Woche geht es dann in die jeweiligen Ausbildungsämter und Dienststellen hinein und so kommt dann ein Schritt nach dem anderen. Niemand wird überfordert, aber ich denke, es wird auch niemandem langweilig werden. Insgesamt hatten sich diesmal 1700 Jungen und Mädchen auf einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Heidelberg beworben und ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Ausbildungsleiterin Jutta Pfisterer erklärte im Interview nähere Einzelheiten zum Ausbildungsverlauf der neuen Azubis. Ja, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, sage ich jetzt einfach mal, mit einer sehr langen Tradition. Wir bieten Gewähr für eine verlässliche Ausbildung und wir bieten natürlich auch Zukunft und ein gewisses Stück Sicherheit. Und ich denke, diese Summe von Qualität und Sicherheit ist wahrscheinlich für viele interessant. Wir werden uns für die Auszubildenden diese Woche sehr viel Zeit nehmen, werden versuchen, alle gut kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und uns vertraut zu machen mit den Wünschen, mit den Vorstellungen, die die jungen Menschen von ihrem Ausbildungsberuf haben und wie es jetzt weitergehen soll. Und wir werden natürlich vermitteln, wie es aus unserer Sicht weitergehen wird, welche Aufgaben sie haben werden, an welche Spielregeln sich alle Auszubildenden halten müssen, damit sie sich auch in der Berufswelt gut zurechtfinden. Die stellvertretende Leiterin vom Personal- und Organisationsamt Traudel Frauenfeld-Kocher versprach den Ausbildungsstartern eine spannende Ausbildung. Sie betonte aber gleichzeitig, dass Pünktlichkeit, gute Umgangsformen, die Bereitschaft, etwas zu lernen und zu leisten, wichtige Eigenschaften für die neuen Lehrlinge darstellen würden. Mit diesen Voraussetzungen im Gepäck könne fast nichts schiefgehen, sagte sie. Die Ausbilder würden bei auftretenden Fragen oder Problemen jederzeit Hilfestellung geben, versprach Gesamtpersonalrat Dirk Hofmann. Wer im Arbeitsleben Erfolg haben möchte, der braucht nicht nur fachliche und methodische Kompetenzen, auch soziale Kompetenzen sind wichtig. Die Stadt Heidelberg bietet dafür ihren Auszubildenden Fortbildungen wie zum Beispiel das Programm Soziales Lernen an. Der Vorsitzende der Schwerbehindertenvertretung Heinrich Seger ging insbesondere auf den Umgang mit schwerbehinderten Kollegen und Bürgern ein. Er mahnte hier zum respektvollen Umgang miteinander. Die Auszubildenden starten als erstes mit einer Einführungswoche. Hier haben sie dann die Gelegenheit, ihre künftigen Kollegen kennenzulernen und erste Einblicke in unterschiedliche Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung zu bekommen. Wir sprachen mit zwei der neuen Lehrlinge über ihre zukünftigen Vorstellungen und den Beginn ihrer Ausbildung. Ja, Julian Schäfer, du machst eine Ausbildung zum Raumausstatter bei der Stadt Heidelberg. Was hat dich dazu bewogen, hier bei der Stadt die Ausbildung anzufangen? Mein Vater ist Raumausstatter, Selbstständiger. Und ich habe gedacht, im Theater eine Ausbildung anzufangen in Heidelberg ist eine andere Seite, die ich noch nicht kenne. Und deswegen habe ich mich dafür interessiert und auch beworben. Was reizt dich besonders an der Aufgabe als Raumausstatter? Die Abwechslung ist sehr vielfältig und auch viele andere Berufe ineinander eingemischt. Da waren ja auch einige Bewerber auf deine Stelle, du hast dich durchgesetzt. Wie sehr freut dich das? Sehr natürlich. Also ich bin der einzige Raumausstatter und das finde ich schon gut. Ja. Jana, du hast eine Ausbildung angefangen, in welchem Bereich? Es ist ein duales Studium im Bereich Medienmanagement und Kommunikation. Was hat dich dazu bewogen, den öffentlichen Dienst zu wählen statt Privatwirtschaft? Ich habe mich informiert, wer diesen Studiengang ausbildet, bin dann bei der Stadt Heidelberg gelandet und da ich auch in der Nähe von Heidelberg wohne, war das für mich die naheliegendste und beste Entscheidung. Die neuen Azubis freuen sich auf ihre Ausbildung bei der Stadt Heidelberg. Auf sie wartet eine große Herausforderung, die sie aber als Chance begreifen. Denn immerhin werden durchschnittlich 50-60% von denen, die eine Ausbildung bei der Stadt Heidelberg machen, bei erfolgreichem Abschluss übernommen. Gute Aussichten also.